mittendrin in der heißen Phase, Tag für Tag, treten jetzt zwei Dörfer gegeneinander an. Und die Sieger, die sind dann schon dabei beim Finale auf dem Hessentag am 6. Juni. Und hier kommen unsere heutigen Dörfer und unsere beiden Moderatoren. Jens Kölker ist in Battenfeld im Kreis Waldeck-Frankenberg. Jens, alles klar? Jo! Ja! Und Stimmung! Riesenstimmung und wir freuen uns sehr auf, was in den nächsten Minuten so passieren wird. Man hört's, man hört's. Und Anne Brüning ist in Gleimhain im Vogelsbergkreis. Anne, seid ihr auch so gut drauf? Und hier ist auch alles guter Dinge, Barbara. Tatsächlich nur 180 Gleimenhainer sein. Und das ist unglaublich, dass die immer noch können. Und das nach so einem Tag hier. Sizilien liegt auch in Hessen mitten im Vulkan Vogelsberg. Einen Eselskarren haben hier die Leute von Gleimenhain seit heute. Echt sizilianisch bunt. Man muss ja vorbereitet sein auf den Klimawandel. Scherz beiseite, die Bauaufgabe von den Gleimenhainern super gelöst. Ein Punkt nach schweißtreibender Arbeit von Männern, die irgendwie alle Bauleiter waren. Punkt Nummer zwei locker eingespielt von den Frauen. Unmögliche Zutaten wollten wir für das Vier-Gänge-Menü. Sardinen, Erbsen, Honig und Curry. Ganz einfach so, die Frauen hier, da trinken wir drauf. Erst das Vergnügen, dann noch mehr Arbeit mit optimalem Ergebnis. Currykartoffeln mit Erbsensuppe. Ja, das war der Tag hier in Gleimenhain und ich glaube, die sind mit dem festen Vorsatz hier angetreten, mich von gestern zu rächen. Jens, jetzt will ich dich mal fragen, war es denn auch ein bisschen schön bei dir heute? Ja, bei uns auch alles super. Wir hatten den ganzen Tag dolles Wetter, wir hatten den ganzen Tag dolle, engagierte Menschen, die richtig Gas gegeben haben. Und wie viel Gas, was die alles auf die Beine gebracht haben, weiß Jochen Schmidt. Also, das ist der Plan, grob skizziert. Und das sind die, die das jetzt bauen. Nicht weniger als eine komplette Eisenbahn. Dampflok, drei Wagen und Platz satt für die Battenfelder Jüngsten. Motto, wir können alles außer einfach. Das Ergebnis macht selbst den Medon blass. Da kommt sie angerollt. Erster klarer Punkt. Kochen war auch nicht leicht. Führt uns bitte lecker Erdbeermarmelade und Thunfisch zu einer, sagen wir mal, interessanten Allianz. Der Battenfelder Schock war gar nicht so lang. Danach stellte selbst der Einkauf am Heiligen Sonntag keine ernstzunehmende Hürde mehr dar. Battenfelder Erbsensuppe an jeder Menge anderem, zweiter Punkt. Und dann nicht zu vergessen der Dollesdorf Kinderchor. Toll. Yo. Doll, das bedeutet also Gleichstand jetzt zwischen Gleimenhain und Battenfeld. Aber nicht mehr lange, denn jetzt kommt das alles entscheidende Spiel. Und zwar live und gleichzeitig in beiden dollen Dörfern. Es geht darum, innerhalb von 2 Minuten möglichst viele Socken auf diese Wäscheleine von links nach rechts zu hängen. Dafür hat jedes Dorf 4 Kandidaten abgestellt. 2 halten die Wäscheleine fest. Einer hält den Korb mit den Wäscheklammern und eine hängt die Socken von links nach rechts auf. Wir sind bereit, Barbara. Wir warten nur noch auf dein Startsignal. Klar, das ist doch meine neueste Lieblingsaufgabe. Also, alles bereit? Dann auf die Plätze, fertig, los. Und Zeit läuft. Und ein Riesenjubel bricht hier aus, während Frauke die ersten 3 Socken hier schon auf der Leine hängen hat. Battenfeld steht wie eine Wand hinter seinen fantastischen 4, die hier versuchen, das Unmögliche Mögliche zu machen, um zum Hessentag nach Homberg-Efze zu fahren. Inzwischen schon 8, 9 Socken und Anne, wie läuft's bei dir? Leute an, wie verrückt. Ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, was die Jungs hier angeht, aber das nehme ich absolut wieder zurück. So, wir haben gleich das erste Päckchen voll. Wir haben 14, 15 aufgehängt jetzt und ich frage den Jens, wie es ihm in Battenfeld geht. Ich bestelle die Jungs hier auf jeden Fall mal zu mir nach Hause, habe ich mir schon überlegt. Die machen das großartig hier. Wir kommen hier kaum mit dem Zählen hinterher und können jetzt mit unseren ersten 20 Socken übergeben nach Battenfeld. Das klingt total nach Rekord hier. Ich weiß nicht, wie viele Socken hier inzwischen hängen. Es sind eine ganze Menge. Ich komme mit dem Zählen einfach nicht mehr mit. Um zu beschreiben, was hier los ist, reichen Worte wie Hexenkessel einfach nicht aus. Es ist eine Lautstärke, die habe ich noch nie so erlebt. Es ist ein absoluter Hammer. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Anne, übernimm du.
Hier ist es auch unglaublich. Ich komme auch mit dem Zählen nicht wirklich hinterher. Wir haben jetzt, muss ich zählen, 20, oh nee, hatten wir ja eben schon, das sind die 30, die wir jetzt voll gemacht haben. Die toben hier, das ist Wahnsinn. Das klingt schon wirklich nach Finale. Und ich denke, es geht jetzt schon auch in die letzten Sekunden. Wir haben gleich den Countdown, wir haben das nächste Päckchen voll. Das ist unglaublich hier. Ein Hexenkessel. Jens, wie geht es dir? Wie viel hast du? Wir haben 35. 4. Die letzten Sekunden laufen hier noch. 3, noch 2, noch 1 und stopp. Also den kann ich leider nicht mehr gelten lassen. Der war zu spät. Das ist, so fair müssen wir sein. Zähl durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36. 35. Anne, wie viel habt ihr? Wahnsinn. Wir zählen schnell durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Wir haben 37. Wir Es klingt wie Hohn in meinen Ohren, ganz ehrlich. Die Stimmung ist hier natürlich ganz anders. Ich sehe hier viele lange Gesichter. Aber ich darf euch sagen, liebe Leute in Battenfeld, ihr wart toll, ihr wart super. Und wir gratulieren Gleimenhain. Ihr habt euch verdient. Schöne Grüße und damit zurück zu Barbara Müller-Geskes ins Funkhaus.